Ja, zum einen haben wir einen Fehlschuss in Unterzahl, den wir gut rausspielen, den Appelgren hält, der uns ein bisschen zurückwirft. Zum anderen kriegen wir einen 7 Meter und ja, es war so ein Quäntchen dann am Ende, wo sie sich absetzen, wo wir es vielleicht im Angriff nicht mehr ganz so auf den Punkt spielen wie die ersten 55 Minuten. Und dann fehlen uns vorne hinten einfach ein, zwei Aktionen und dann ist es Ende plus 4. Und ja, ärgerlich. Nichtsdestotrotz müssen wir unsere gute Leistung konservieren für Samstag gegen Wetzlar. Ihr seid so ein bisschen der Angstgegner bei den Löwen. Hast du eine Erklärung dafür, warum die euch ja eigentlich liegen? Also ihr macht es denen wirklich immer sehr schwer. Oh, nicht wirklich. Also es stimmt schon, dass wir gegen die Löwen oft gut spielen, sowohl zu Hause als auch auswärts. Wobei wir hier auch schon mal eine ordentliche Packung bekommen haben. So ist es nicht. Aber im Sport ist das manchmal so. Der eine Gegner liegt ein bisschen mehr, der andere aber dafür auch so überhaupt gar nicht. Bei den Löwen passt es vielleicht vom System her ein bisschen besser für uns. Wir haben oft ein gutes Gefühl und ja, schlussendlich, wenn die beiden Mannschaften gegeneinander spielen, dann gilt es für uns, alles reinzuwerfen und zu gucken, was wir am Ende dafür bekommen. Trotz der Niederlage, denke ich, könnt ihr hier viel mitnehmen aus dem Spiel, vor allem kämpferisch, weil für euch geht es ja natürlich noch um richtig was, ne? Ja, also dieses Jahr geht es unten im Klassenerhaltskampf unfassbar eng zu. Viele Mannschaften holen noch Punkte. Wir waren eigentlich schon abgeschlagen, haben auch noch eine gute Serie hingelegt. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir die nötigen Punkte noch einsammeln. Insofern müssen wir, auch wenn es jetzt gerade bitter ist, dass wir verloren haben, nach einem guten Spiel von uns, müssen wir das Positive heute mitnehmen und ja, alles am Samstag dann gegen Wetzlar auf die Platte bringen. Ja, schon sehr groß. Also Mitte der zweiten Halbzeit, wo es unentschieden war und noch in beide Richtungen hätte laufen können, dann klar, ein bisschen gezittert haben wir schon. Aber gleichzeitig hatte ich zumindest ein ziemlich sicheres Gefühl. Trotzdem am Ende. Ihr tut euch gegen BHC erwartungsgemäß immer sehr schwer. Hast du eine Erklärung, warum die euch nicht so liegen? Ja, also ich habe gerade eben gesagt, die Abwehr finde ich sehr unangenehm. Aber trotzdem, also auswärts, genau, fast jedes Mal wird es da eng. Zu Hause normalerweise hauen wir da weg, aber heute eben nicht. Ne? Jetzt ein Ausblick aufs nächste Heimspiel, Samstag gegen Barling. Ja, keine Ahnung, wird wahrscheinlich ähnlich. Die müssen auch ums Leben kämpfen und wir kämpfen um die Meisterschaft. Ja, wir tun uns meistens schwer gegen den Bergischen AC, haben heute auch ein gutes Spiel gezeigt, ein richtig gutes Spiel gezeigt. Man sieht ja am Konzept, die lassen sich immer was Spezielles einfallen, wenn es gegen uns geht. Und wir haben einfach zu viele Bälle verworfen von unserer Seite her und deswegen wurde es knapp. Im Endeffekt müssen wir froh sein, dass wir die zwei Punkte geholt haben und dass der Zweikampf weiterhin lebt. Sehr viel Selbstvertrauen werden wir aus diesem Spiel nicht rausziehen können. Hast du eine Erklärung, warum ihr euch gegen BHC immer so schwer tut, warum die euch nicht so liegen? Wenn ich eine Erklärung hätte, dann wäre es einfach. Nee, also die spielen gut, haben uns gut im Griff irgendwie. Ich kann es auch nicht erklären. Es gibt solche gegen die Liegenheim, es gibt solche gegen die Liegenheim nicht. Also von dem her, ja. Das war jetzt ein Spiel nach einer langen Pause. Was für eine Rolle spielt das? Muss man da erstmal wieder richtig reinfinden? Also das ist schon so, dass man nach 10, 14 Tagen Pause, dass man dann nicht weiß, wo man steht oder nicht genau weiß, wo man steht. Und deswegen, ja, man hat es heute gesehen, dass wir noch nicht auf 100% sind. Und jetzt probieren wir es in den nächsten Spielen da hochzubringen.